Ich denke, es ist nicht normal, dass Frauen und Männer nicht den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit verdienen. Das ist nicht gerecht. Wenn Männer und Frauen die gleiche Arbeit leisten, ist es gerecht, dass sie die gleichen Rechte haben und gleich viel verdienen. Zurzeit haben wir an der Uni Basel auf der Ebene der Professuren nur etwa 15% Frauen. Wir haben in der Tat an unserer Fakultät einen Handlungsbedarf. Als Frau ist es schwierig, in einem Unternehmen eine Arbeit auf hohem Niveau zu finden und dafür den gleichen Lohn zu bekommen. Geglückte Lohnverhandlungen für Frauen in Tessin. Das Einkaufszentrum Foxtown ist das Dach für mehr als 130 Shops, die hier Markenartikel als Factory Outlet verkaufen. Das Tessin ist ein Grenzgebiet. Es gibt viele Grenzgängerinnen und Grenzgänger und somit einen gewissen Druck auf die Löhne, vor allem in den Randregionen. Der Gewerkschaft Unia ist es gelungen, einen Gesamtarbeitsvertrag mit überdurchschnittlich hohen Löhnen für die größtenteils weiblichen Angestellten auszuhandeln. An den runden Tisch geladen hat Eigentümer Silvio Tacchini selbst, weil er in der Lohngleichheit Vorteile sieht. Hier sind Unternehmen, die interessante Margen haben und für die gutes Personal sehr wichtig ist. Es ist das Personal, das die Kundschaft berät. Also müssen diese Unternehmen gut qualifiziertes und ausgebildetes Personal haben. Aus diesem Grund können sie mehr bezahlen als Geschäfte, die weniger hohe Ansprüche an ihr Personal stellen. Die heutige Situation können wir als ausgesprochen vorteilhaft bezeichnen. Sie eröffnet die Perspektive, einen Grundlohn von 4.000 Franken zu erreichen. 80% der 660 Angestellten sind Frauen. Mehr als die Hälfte der Angestellten arbeitet Teilzeit. Aus meiner Sicht sind die Arbeitnehmenden durch einen Gesamtarbeitsvertrag besser geschützt. Die Löhne werden besser verteidigt, es gibt mehr Lohngerechtigkeit. Ich bin Italienerin und arbeite seit 5 Jahren in der Schweiz. Zuerst habe ich in Lugano gearbeitet und dabei die Erfahrung gemacht, dass es enorme Lohnunterschiede gibt. Die beiden Unia-Mitarbeitenden Francesca Scalise und Roberto Lotz besuchen allwöchentlich die Verkäuferinnen und überwachen die Einhaltung des Gesamtarbeitsvertrags. Francesca Scalise blickt auf eine 5-jährige Erfahrung als Verkäuferin bei Foxtown zurück. Die Frauen wissen, dass es Diskriminierung gibt, insbesondere was die Löhne betrifft. Das Problem liegt darin, dass es schwierig ist, sich als Verkäuferin für seine Rechte zu wehren. Gemeinsam und mit Hilfe der Gewerkschaften können wir mehr erreichen. Der Gesamtarbeitsvertrag ist nun seit 10 Jahren in Kraft. Die Paritätische Kommission hat ihn bereits zum 3. Mal überarbeitet und konnte die Löhne weiter erhöhen. Die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften ist sehr positiv. Sie hat uns erlaubt, allfällige Diskussionen zwischen den einzelnen Unternehmen zu vermeiden. Zum Beispiel, dass man sich das Personal abwirbt oder auch, dass Unternehmen, die das Gleichstellungsgesetz nicht kennen, Arbeitnehmerinnen zu tief entlöhnen. Mit der Festlegung des Mindestlohnes im Gesamtarbeitsvertrag haben wir von Anfang an klare Verhältnisse geschaffen. Was die Einhaltung der Lohngleichheit betrifft, kann Foxtown im Mendrisiotto als eine Art glückliche Insel bezeichnet werden. In anderen Sektoren, zum Beispiel im Industriesektor, gibt es immer noch bedeutsame Lohnunterschiede. Aber auch in anderen Einkaufszentren und im Detailhandel ganz allgemein gibt es noch enorme Lohnunterschiede. Foxtown nimmt somit eine Vorreiterrolle ein. Kleinere Probleme haben wir erstaunlicherweise mit den wenigen Schweizer Firmen gehabt, die hier in Foxtown eingemietet sind. Mit ausländischen Unternehmen hatten wir keine Probleme. Von Schweizer Firmen vernahm ich, normalerweise bezahlen wir tiefere Löhne. Die Firma Feller in Horgen. Die Lohnanalyse legte offen, dass Frauen in höheren Positionen deutlich untervertreten waren.
Personalchef Willi Schilling ermutigte darauf Giovanna Lamura, die Verantwortung über die Speditionsabteilung zu übernehmen. Heute ist sie Chefin von 15 Angestellten. Bevor sie die Herausforderung annahm, hatte sie lange gezögert. Das ist mir gefragt worden. Und ich als sie mich fragten, sagte ich zuerst nein, weil ich glaubte, mein Mann wäre nicht einverstanden. Aber so war es nicht. Und ich entschied dann selbst und nicht mein Mann. Ich dachte, ich versuche mal, wie es geht. Das war vor 10 Jahren. Und die Erfahrung ist gut. Ich bin immer noch hier in dieser Position und freue mich sehr. Ich bin immer noch da, immer auf dieser Position. Und das freut mich echt. Es ist immer noch so. Wenn man eine Frau fragt, ob sie eine Führungsposition übernehme, überlegt sie zuerst lange hin und her. Sie fragt, kann ich das überhaupt? Soll ich? Ein Mann dagegen würde sagen, klar, mache ich. Das ist der Unterschied. Wenn ich dann als Mann jemanden zögern sehe, frage ich mich natürlich auch, traut sie sich das überhaupt zu und ist sie wirklich für den Posten geeignet? Dabei sollte man mehr mit einbeziehen, dass Frauen eben anders funktionieren und solche Unsicherheiten kein Zeichen von Können oder Nicht-Können sind. Und das noch einiges Zeichen ist von Können oder Nicht-Können. Mentoring ist das Schlüsselwort, um Frauen den Zugang zu höheren Positionen zu erleichtern. Paola Cimino, Doktorandin im Fach Geschichte, nimmt teil an einem Mentoring-Programm der Uni Basel. Ihr Mentor ist Theologieprofessor Georg Pfleiderer. Beim Mentoring gibt er seine beruflichen Erfahrungen weiter an seine Mentee. Mentoring wird an Universitäten und in der Privatwirtschaft eingesetzt. Mentoring-Programme haben zwar keinen direkten Effekt auf die Lohngleichheit. Wir erwarten jedoch einen indirekten Einfluss. Das heißt, Frauen werden sich ihrer Fähigkeiten eher bewusst. Sie bauen Selbstvertrauen auf und sie bewerben sich vermehrt um Führungspositionen. Alle 2 Monate treffen sich der Mentor und die Mentee zum ungezwungenen Gespräch. Den Rahmen, die Inhalte und die Häufigkeit des Austauschs bestimmt das Duo selbst. Ein Problem ist ja zum Beispiel auch die Zeiteinteilung, Tageszeit, also die Arbeitszeiteinteilung. Was mir noch nicht klar ist beim Zeitmanagement, ist eben, wann wäre es sinnvoll, zu welchem Zeitpunkt, welches Feld da zu bearbeiten. Eine Hoffnung, wo wir als Gleichstellungsbeauftragte an der Universität hoffe ich auch, dass die Mentoren und Mentorinnen, die im Rahmen dieses Programms auf die spezifischen Fragestellungen der Frauen sensibilisiert werden, diese Erfahrungen in die Berufungsverfahren tragen und dort entsprechend Frauen, die sich für Professuren bewerben, unterstützen. Situation von der Frau, die sich auf Professuren bewerben, sensibilisiert sind. Wir haben zu wenig Frauen unter den Professoren und in der Professorenschaft. Und es ist zu hoffen und zu wünschen, dass sich durch solche Maßnahmen direkt, aber wahrscheinlich auch indirekt, die Situation ändern wird. Ich habe sehr gute Tipps und Informationen erhalten zu unterschiedlichen Themen. Zum Beispiel zu Networking, Zeitmanagement. Aber auch zu Fragen, die zwar für mich noch nicht aktuell sind, aber trotzdem wichtig, wie Vereinbarkeit von Familie und Laufbahnplanung. Unternehmen, welche die Lohngleichheit einhalten, sind attraktive Arbeitgeber und schaffen sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil. Das Hightech-Unternehmen CSEM in Neuenburg. Mehr als 300 Angestellte forschen und entwickeln Innovationen im Mikro- und Nanobereich. Innovativ ist das Unternehmen auch im Personalbereich. Die CSEM wird das erste Unternehmen sein, das sich für Lohngleichheit zertifizieren lässt. Es entspricht gewisse Prinzipien, oder das? Wir verwirklichen die Lohngleichheit einerseits gestützt auf ethische Prinzipien. Andererseits sehen wir aber auch geschäftsorientierte Vorteile in der Lohngleichheit. Die Parameter, die eben einem dazu bringen, dass man das macht. Wir suchen Talente, ob Frauen oder Männer, ob Schweizer oder Ausländer, woher auch immer. Für diese Talente wollen wir ein attraktiver Arbeitgeber sein, damit sie zu uns nach Neuchâtel kommen, in eine kleine Stadt in der Schweiz, in einem kleinen Land inmitten von Europa.
Für uns ist Equal Salary eine gute Möglichkeit, dies zu verkünden. Und es sind nicht nur wir, die dies behaupten. Es ist ein Label, das ganz offiziell von außen bestätigt, dass es bei uns keine Lohndiskriminierung gibt. Lohngleichheit zu zertifizieren, ist die Idee der Waadtländer Ökonomin Veronique Wenhuis. Damit sich viele Unternehmen zertifizieren lassen, soll der Prozess für die Unternehmen möglichst einfach sein. Im Allgemeinen haben die Unternehmen ein Lohnsystem und sie haben elektronische Lohndaten, also braucht es keine zusätzliche Vorbereitung. Diese Zahlen stellen sie uns dann zur Verfügung. Wir machen keine Vorgaben, in welcher Form die Zahlen ankommen sollen. Die einzige Arbeit besteht darin, die Zahlen zu liefern. Es ist kein großer Aufwand im Vergleich mit anderen Zertifikationen. Im Arbeitswissenschaftlichen Institut der Universität Genf. Die Lohnanalyse mit der statistischen Methode ist der erste Schritt der Zertifizierung. Die Analyse zeigt, ob es bei der CSEM diskriminierende Lohnunterschiede gibt. Es ist ein sehr gutes Resultat. Wenn man jetzt nur auf die Unterschiede zwischen Frauen- und Männerlöhnen schaut, stellt man fest, dass es hier eine Diskriminierung von etwa 4% gibt. Dies ist unter der 5%-Schwelle, welche wir als Basis für eine Unternehmenszertifizierung vorgeben. Bei der Ausbildung unterscheidet man nicht, also müssen sich die Unterschiede auf andere Kriterien beziehen. Dies müssen wir noch im Detail analysieren. Mit der Regressionsanalyse kann man das erklären. Das Fähigkeitszeugnis hat anscheinend nicht einen so hohen Stellenwert auf dem Arbeitsmarkt. In ihrem Bericht geben die Ökonomen Vorschläge, wie das Unternehmen die Lohngleichheit weiter verbessern kann. Natürlich profitieren vor allem Frauen. Aber es gibt auch Fälle, in denen Löhne von Männern nicht stimmen und korrigiert werden können. Die nächste Etappe führt das Zertifizierungsunternehmen SGS durch. Wie ernst es der CSEM in der Praxis mit der Lohngleichheit ist, überprüft Gregory Panett mit sogenannten Audits. Wir werden mit einigen ausgewählten weiblichen Angestellten sprechen, um von ihnen zu erfahren, ob sie die Bemühungen ihres Unternehmens kennen. Und vor allem, ob sie Vorschläge haben, welche die Direktion und die Personalverantwortlichen umsetzen können, um weitere Verbesserungen herbeizuführen. Lohngleichheit hat auch bei den Angestellten der CSEM einen hohen Stellenwert. Ich finde, jemand mit denselben Qualifikationen, der gleichen Arbeit und den gleichen Kompetenzen sollte den gleichen Lohn erhalten. Ich finde, die Präsenz von Frauen in einem Team ist unverzichtbar. Nach meiner Auffassung braucht es sie für ein gutes Gleichgewicht. Die CSEM war für mich das erste Unternehmen, in dem er mir ohne weiteres eine Kaderstelle offeriert hat, obwohl ich 50% arbeite. Für mich ist dies ganz klar ein Fortschritt und auch eine Anerkennung meiner Arbeit. Nachdem die CSEM sämtliche Vorgaben erfüllt, kann Veronique Wenhuis zum ersten Mal das Equal Salary Zertifikat überreichen. 12 weitere Unternehmen haben sich bereits beworben, unter ihnen die Stadt Fribourg. Wenn ich die Zertifizierung. Dass ich als Erster das Zertifikat bei mir im Büro aufhängen kann, freut mich natürlich. Equal Salary ist eine geniale Idee. Aber ich möchte die Zertifizierung auch effektiv nutzen, um den Frauen, die sich bei uns bewerben, zu zeigen, dass sie bei uns gute Chancen haben und wir sie willkommen heißen. Ich bin sicher, dass wir so die am besten qualifizierten Frauen motivieren, bei uns zu arbeiten. Es ist wichtig, einen gemeinsamen Weg einzuschlagen. Nur so können wir die Situation verbessern. Eine Situation, die heute in Tessin noch skandalös ist. Wenn man wirklich. Wer sicherstellen will, dass keine diskriminierenden Löhne bezahlt werden, hat jetzt Instrumente zur Verfügung. Bewertungsinstrumente. Oder die statistische Lohnanalyse. Jedes Unternehmen kann die Kontrolle machen und auch nachfragen, wie es wirklich ist. Aber dies wird noch viel zu wenig gemacht.